Willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 3. Entschuldigung. Zu Metroid Prime 3 Corruption. Wollte ich das schon auf Schweizerdeutsch machen, und das wäre jetzt nicht gut geworden. Weil ich möchte eine weite Bandbreite der Zuschauer unterhalten, wenn möglich. So, mit den neuen Landmissen sind wir jetzt in der Lage, auch dieses Hindernis zu beseitigen und dieses Schotttor zu öffnen. Der einzige Weg, der uns noch zum Schiff bringt, denn wir müssen immer noch nach Norion runter, um zu verhindern, dass die planetare Verteidigungssystem zerstört wird. Okay, der konnte mit sich retten. Und das sind eben jetzt die sogenannten Aerominen. Bis der mit dem attackiert, der gerade kein Schild hat. Das ist nämlich auch derjenige, der angreift. Und dich, junge Freund, ja, um dich kümmere ich mich jetzt doch. Nämlich unhöflich an dir, mich zu beschissen, wenn ich hier gerade am Quatsch bin oder hier am Kämpfen. Ja, und ich glaube, das müsste wieder ein Speicherpunkt sein, ist das richtig? Ja, es wäre ein Speicherpunkt gewesen. Der hätte auch bisher jeden spielen können. Da sieht man, alles weiß auch der gute Chaos Sonic nicht mehr vom Spiel. Naja. Aber es hat mir auch der Speicherpunkt ist jetzt auch wichtig. Wir erwarten jetzt dann ein Boss dann. In Kürze. Beziehungsweise hinter diesem Tor wartet er schon auf uns. Deswegen auch der Speicherpunkt. Okay, wer auch immer da oben ist, der scheint wirklich richtig Kraft zu besitzen. Ja. Kommen wir schon mal zum ersten Bossfight hier. Das sollte eigentlich schnell über die Bühne gehen, der ist nicht so stark. Schauen wir mal, was du kannst, Berserkerlord. Morphologie, Berserkerlord. Schützende Facettschicht des Kopfes lässt sich nur durch zurückgelegte Faserprojektile beschädigen. Und mit eins könnt ihr dann mehrere Details aufrufen. Berserkerlord. Berserkerlord sind außerordentlich gut gegen Angriffe geschützt. Lediglich ihre ungeschützten Schultern lassen sich mit Standardwaffen verletzen. Ihre guten Defensive verdanken sie hauptsächlich ihren am Kopf angebrachten Fazitpanzer, der sich ausschließlich mit ihren eigenen zurückgelegten Faserprojekten beschädigen lässt. Nur so lässt sich schließlich ihr eigentlicher Schwachpunkt verringern. Berserkerlords müssen einem verzweifelten Geist entsprungen sein. Schließlich sind sie allein nicht darauf ausgerichtet, eine optimale Leistungssteigerung durch Faser zu erzielen. Die wenigen Berserkerknechte, welche die stärkste Stufe der Verseuchung beleben, werden in den Rang eines Lordes erhoben. Diese Lords lassen sich an den spückenden Facettplatten sowie den Fasson-Tanks auf ihrem Rücken erkennen. Also wieder eine der Biowaffen der Weltraumpiraten. Seht mir, was die alles mit Fasson anrichten. Das macht sie schon solche Biowaffen. Also im Endeffekt einfach hier die Schulterpartie angreifen. Bis richtig verwundbar ist. Und seine Faserprojektil müssen wir dann auf jeden Fall zurückschleudern. Und wenn möglich, halten von ihm so weit wie möglich Abstand. Und kommt nur selbst ein bisschen da. So, die eine Schulterpartie ist schon mal erledigt. Und diesen Angriff lässt sich vor allem auch sehr gut durch schnelles Ausweichen gehen. Also im Endeffekt besteht das fast nur aus Ausweichen, bis die Schulterpartien zerstört sind. Und dann die Fasergeschosse zurückklecken. Und dann den Vorgang wiederholen.
Hat er schon ein bisschen länger den Fasonaten gemacht. Und mehr gibt es darüber auch nicht zu berichten. Nur wir wissen jetzt auf jeden Fall, mit was die Weltraumpiraten alles herum experimentiert haben. Die haben schon mal Omega-Piraten erstellt gehabt. Der Alpha-Beta-Piraten, indem sie einfach ihre eigenen Kinder dem Fasern ausgesetzt haben, um sie dann dem Fasernwachstum auszusetzen. Damit sie dann stärkere Krieger werden. Sieht man, wie grausam die sind. Ehrlich, die sind genauso verrückt wie ein gewisser Wissenschaftler, die sich selbst noch als verrückt bezeichnen. So, jetzt müsst, wenn er rot ist, dann könnt ihr sie nicht zurücklenken. Dann müsst ihr einfach ausweichen. So, und wenn die Panzerung weg ist, dann sind sie verletzbar. Anscheinend nur nicht gegen Missiles vorher. Doch, die Missiles könnten ein bisschen auch noch ein bisschen Schaden Sachen, aber anscheinend ist das dem nicht so. Na gut, dann machen wir es halt auf die altmodische Weise mit dem Powerbeam. Man merkt, die haben einfach mehr Durchhaltevermögen, vor allem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Vielleicht wäre es nämlich eine doppelt so starke, wenn sie auf jeden Fall eine 1,5 starke Abwehr haben. Aber im Endeffekt nur ein schwacher Gegner, wenn man sich nicht zu oft treffen lässt. Und da fällt er. Ja. Endeffekt. Eine gute Herausforderung, aber einfach zu bewältigen. Wenn man weiß, wie man mit ihm umzugehen hat. So, die haben jetzt auch wieder ein gelbes bekommen, wenn wir jetzt den Berserker-Lord eliminiert haben. So, jetzt können wir ja entweder speichern, wir würden hier bleiben, oder an Bord gehen, das wäre ohne zu speichern. Oder wir können auch beides, man speichert und gehen an Bord, und wir machen natürlich beides. Speichern und an Bord gehen. Jetzt kann ich jetzt auch schon sagen, wir werden nicht nur auf Norion unterwegs sein. Sagen wir mal so, wir werden jetzt, sagen wir mal, in der Galaxis unterwegs sein. Wenn wir zum Beispiel die Galaxiekarte, obwohl das eher nach Norion. Und dann müssen wir jetzt auch hin zum Landebereich Alpha. Also sagen wir mal so, wir sind dann wirklich mal ursprünglich dann auch in der Galaxie unterwegs. Aber vorerst ist das jetzt eher noch ein Tutorial. Auf Norion. Und da geht auch die Schlacht schon weiter.
doesn't look good. The pirate attack has knocked out our generators and disabled the planetary defense system. This cannon was our only weapon capable of taking out orbiting ships. We need you and the other hunters to get the generators back online and restore power to the cannon so we can repulse this assault. I'm uploading the generator coordinates to you now. Good hunting. Ja, vielen Dank. So. Und unsere Ziele sind jetzt eben, diese Generatoren wieder anzuschalten. Damit sie dann in der Lage sind, dann mit ihren Kanonen dann auch den Angriff abzuwehren, die sie hier stationiert haben. Da müssen wir jetzt Generator A, B und C in Gang setzen. Und zwar am besten so schnell wie möglich. Bevor noch mehr Dreck passiert. Ich könnte hinter der Latte so die Sache noch etwas steckt, aber da können wir erst daran, wenn wir ein bestimmtes Upgrade wieder haben. Und ich kriege jetzt auch ein weiteres Upgrade. Da wäre jetzt, glaube ich, auch noch wieder über den Planeten Orion. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Ich werde jetzt dann einfach die Berichte immer vorlesen. Planeten Orion. Trotz seiner Lage im Randgebiet der Föderation ist der Planeten Orion von großer Bedeutung. Das Militär unterhält eine starke Präsenz in dem Sektor und die Basis auf Neuron wird oftmals zur ersten Verteidigungslinie gegen Feinde, die außerhalb des förderlichen Territoriums operieren. Ursprünglich ein unfruchtbarer Himmelskörper ohne jegliches Leben, wurde Neuron durch ein hochentwickeltes Terraforming-Projekt, das von der Aurora-Einheit 486 konzipiert wurde, in eine robuste Waldwelt umgewandelt. Ich glaube, so könnte man es auch machen, dass ich versuche, dann die Berichte, die ich finde, durchzulesen. Und ich versuche, sie auch alle zu finden. Ein weiterer für den Anzug gehalten, Grapple-Lasso, einsatzbereit. Zum Aufwesen muss ein Verankerungspunkt erfasst und das Nunchuck schnell nach vorn gekippt werden, zum Zählen an der Verbindung Nunchuck ruckartig zurückziehen. Sagen wir so, jetzt haben wir eben den Lasso. Ich kann mal kurz zurückgehen und zeigen, was wir auch dort finden würden. Wenn wir einen weiteren Missile-Container haben, man braucht sozusagen sozusagen den Grapple-Beam, das ist wieder so ein Grapple-Beam-Punkt. Naja, aber wollen wir jetzt lieber auf die Hauptmission konzentrieren. Und unterwegs kann ich dann auch noch ein paar Sachen abholen. Wenn ich es schaffe. Wir sollten auf jeden Fall lieber nicht zu lange zögern. Aufzugssystem einsatzbereit. In Betriebnahme des Aufzugs erfordert direkte Interaktion. Also, die haben hier auf jeden Fall die Bewegungssteuerung so oft benutzt. Nein, um solche Mechanismen zu bedienen. Ich wollte es einfach mal richtig das Feature ausnutzen. Okay, Freund, das kriegst du zurück. Und da sollte mir lieber nicht runterfallen, das ist tödlich. So, zum Beispiel bei diesen Typen können wir es zum Beispiel benutzen. Das ist nicht mehr sozusagen eine montierte Türpanzerung. Und gut, muss man das mit dem Nunchuck machen und nicht mit dem Vorderteil. Also mit der Wii-Verbindung. Wenn ich das mit der Wii-Verbindung machen müsste, das hätte ich jetzt nicht mehr geschafft. In der aktuellen Lage, und das sind auch schon ein paar Leichen. Kann man auch noch durchlesen, wenn man möchte. Und hier ist das doch mal. So, einmal scannen. Sicherheitssystem in Kraft. Ausschalten der lokalen Fernpräsenz erforderlich, um Bedienung der Kontrollfelder zu ermöglichen. Heißt das sprichwörtlichen Sinn, ich muss zuerst die Gegner alle vernichten. So, das kann man auch nicht benutzen, da sie die Schalttafel zerstört haben. Noch mehr Aerominen.
gibt es noch mehr von denen? So, je nachdem. Sind die 88 Seitenräume? Okay, das ist wahrscheinlich die Haupttür. Ich glaube, ich habe die Gegner alle eliminiert. Wir müssen jetzt zeigen, dass die Feld aktiv sind. Wir können dann noch ein Upgrade abholen. Ja, jetzt ist es in Betrieb. Wir können auch ein Upgrade hören. Sie irgendwo hinter der Wand versteckt ist. Nachher auch mit der Wii-Fan-Bedienungsschüttel kann man ja auch noch den Sprung auslösen. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Sicherheitsdrohne. Wahrscheinlich die Schächte überprüft, dass sich hier keiner über die auf die Schächte einschleicht. So, jetzt da den Missile Container haben wir wieder für weitere Missiles zur Verfügung. Und da wieder runter. So, dann haben wir auf jeden Fall die Missiles. Dann gehen wir mal zum Generator, der halt im östlich liegt. Ja, und das ist eben der Shot. Also durch diese Tür eben. Und da haben wir noch etwas. Einen weiteren Energietank. Also wir werden jetzt gut schon supportet. Da haben wir wieder 100 Einheiten an Energie mehr. Und dann schnell rüber, bevor uns das Teil wieder auswirft. Hier der normale Weg eigentlich versperrt ist. Okay, die Piraten sind auf jeden Fall wieder aggressiv. Hier und je. So, die roten Türen, die könnt ihr immer mit Missiles öffnen. Oder wir können es auch hier auf der Karte anzeigen lassen, denn mit der 2 können wir auf die Hilfe zuweisen und dann hat man ja auch schon wieder hier das Hilfesystem aus den altbekannten Metroid Prime Spielen. So, das bringt uns jetzt zum Kartenterminal. Berühren des Holograms aktiviert die Übertragung der lokalen Kartendaten. Da haben wir noch ein paar weitere Berichte. Ich glaube, ich lese die jetzt einfach vor. Zum Jägergor. Das finde ich einfach am besten. Bei diesem Jäger handelt es sich um einen Veteran der Befreiungskrieges von Wotan 7. Lediglich 6% seiner Körpermasse entstammen seinem ursprünglichen Organismus. Der Rest besteht aus modernsten kybernetischen Komponenten. Trotz seiner Geschichte und seiner umfassenden kybernetischen Modifikation ist dieser Jäger für sein ausgeprägtes Mitgefühl und besonders empathische Fähigkeiten bekannt. Gor ist eher zurückhaltend und sucht nach logischen Lösungen, gehört allerdings nicht zu den besonders erfahrenen Kämpfern. Laut Nachrichtendienst verfügt er sogar über einen gewissen Humor. Der Jäger ergreift oftmals Partei für Schwächere, Notleidende und Unterdrückte, indem er ohne Bezahlung arbeitet oder seine Prämie den Opfern seiner Zielperson stiftet. Aber mal sozusagen ein freiwilliger Kopfgeldjäger. Gor kann seinen kybernetischen Körper mit größeren Mechanismen wie Kampfschiffen und anderen Fahrzeugen koppeln. Dadurch verändert sich Gors Persönlichkeit jedoch. Er wird erstaunlich aggressiv und gewaltbereit. Die Daten weisen auf enorme Fähigkeiten in Bezug auf Infiltration und Manipulation von Computersystemen hin. Es besteht eine hohe mechanische Empathie bei jeglicher Art von künstlicher Intelligenz. Hier das nächste zu Jäger Randes. Es handelt sich um einen Einwohner des Phrygis
demontet es vorrangig für Eisbergpappenkattenplaneten PS3. Die Fähigkeiten der Phrygisianer Eis zu erzeugen und zu manipulieren sind rund das bei seiner Karriere als Kopfgeldjäger von erheblichem Nutzen. Informationen des Geheimdienstes belegen, dass er ein begeisterter Jäger ist. Diese Passion geht so weit, dass er Trophäen aller Zielpersonen aufbewahrt, die er fangen oder eliminieren konnte. Randas ist stolz, anmaßend sowie arrogant und betrachtet sich als konkurrenzlos. Sagen wir mal so ein Selbstsüchtiger. Und zur Jägerin Gandraida. Die ursprüngliche Heimatwelt dieser Person ist unbekannt. Sie besitzt metamorphe Fähigkeiten, die denen der Biomorphe auf der Jovia 12 ähneln. So ist sie imstande, Form und Fähigkeiten der meisten Nebenwesen anzunehmen, selbst wenn sie ihre Körpermasse beträchtlich übertreffen. Die Scans geben keinen Aufschluss über das Alter der Jägerin. Psychologische Gutachten weisen jedoch viele typische Merkmale der Adoleszenz auf. Und ich habe keine Ahnung, was Adoleszenz bedeutet. Informationen des Nachrichtendienstes deuten an, dass die Kopfgeldjagd für sie einen Sport gleicht, in dem sie voll und ganz aufgeht. Gandraida betrachtet die erfahrene Jägerin Samus Aran als ihre größte Konkurrentin und setzt alles daran, sie möglichst bald zu übertreffen. Wie süß. Naja, aber warum müssen wir uns die Kartendaten schon hier sind? Damit schon mal Norion im Überblick. Okay, da wäre wieder ein Speicherpunkt. Ja. Einfach so im groben Überblick. So, aber dann geht's jetzt mal weiter. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. Natürlich. Auch kein Problem. Ach ja, das sind jetzt so Landminen der Weltraumpiraten. Wir haben noch ein ausgeprägtes Sicherheitssystem. Wenn man sich zu sehr nähert, explodiert sie sozusagen, man kann sie jetzt auch nicht gegen sie verwenden. Also sie reagieren auf Bewegung. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwierig sein, wenn es so viele sind. Wenn sie sich gerne in die Luft bewegen. Also lieber zuerst die Schwächeren ausschalten, damit sie schon mal ein bisschen an Unterzahl sind. Und dann die Stärkeren. Okay, da hat sich einer schön versteckt. Okay. Kriegen sie noch Verstärkung? Ach ja, und die Schilder könnt ihr auch mit dem Grapple-Lasso wegziehen, damit haben sie diese schon mal nicht mehr. Alternativ kann man sie, glaube ich, auch zerstören. So, jetzt nehmen wir die erstmal weg. Wir können auch mit Missiles arbeiten, wenn wir wollen. Der hält aber wieder besonders viel aus. Gut, dann für das hat eine Missile. Ja, und die typischen Weltraumpiraten in ihren Luftgefährten, die kann man besonders gut mit Missiles treffen, wenn man sie mal einmal anvisiert hat.
voraussichtlich, sie halten jetzt schon wieder zu viel aus. Und wenn sie zu viel Schaden nehmen, dann gehen sie in den Selbstmordkommando über. Okay, das waren jetzt die letzten Missiles vorerst. Müssen wir das halt mal auf die altmodische Weise lösen. Und diese Truppenschiffe, die könnte man auch zerstören. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch. Problem, sie halten halt nur sehr viel aus. Was sagen ihre Transporter? Und erledigt. Und es scheint nicht aufgeben zu wollen. Aber sagen wir mal so, wir kriegen nochmal Hilfe. Denn Run, das ist nämlich auch zu schnell, wenn man ihn unbedingt braucht. Ich denke auch nicht so. Und das ist jetzt auch eine Neuerung, denn wir können jetzt auch das Schiff hier auch an Landestellen befähigen. Dazu muss man nämlich die Visor auf das Kommandovisor gehen und dann dem Schiff befähigen, hier zu landen. Also sagen wir im Minscan, wir können auf jeden Fall auch das Schiff befähigen, das herzuholen, zum Beispiel, um dann uns wieder neu aufzufrischen. Es fungiert so als Speicherpunkt und Neuauffrischung und als Transportmittel zugleich. Naja, und um Generator A kümmern wir uns dann eben erst im nächsten Part. Denn ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Wir müssen einfach nur speichern, das reicht schon. Wir müssen ja nicht an Bord gehen. Bis jetzt dann auch automatisch auffüllen. Ja, Energie, Munition, Vorrat vollständig wiederhergestellt. Aber auf jeden Fall. Im nächsten Part kümmern wir uns mal um Generator A. Bis dann. Ciao.